Hallo Elektronikfreunde, in diesem Video möchte ich mal meinen ersten selbstgebauten Verstärker zeigen. Das ist also dieses wunderbare Gerät, ist schon etwas älter, ist also Nostalgie-Elektronik. Und dieses Gehäuse hier, das habe ich damals bekommen von einer Firma, wo ich gearbeitet habe. Ist ein Designgehäuse an sich, hat hier auch an der Seite so eine Griffe, die man rausziehen kann. Ist also sehr praktisch, wenn man es tragen will. Und das Gehäuse ist hier aus Edelstahl. Und ich habe hier vorne diese Plexiglasscheibe eingesetzt. Das heißt, ich musste das wirklich aussägen. Und man kann sich vorstellen, bei Edelstahl dauert das ein bisschen länger als bei Alu zum Beispiel. Ich drehe jetzt das Gehäuse mal um das von hinten zu zeigen. Von der Rückseite sieht es also so aus. Ganz normal Netzanschluss mit Netzschalter, ein großer Kühlkörper und hier Kinnspuxen für Ein- und Ausgang. Das habe ich damals gemacht, warum auch immer. Also ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, wo ist hier der Eingang und wo schließt man die Lautsprecher an. Also zwei von denen sind hier irgendwie Eingang und zwei von denen sind dann der entsprechende Ausgang. Der Verstärker hat, glaube ich, eine Leistung von schätzungsweise 2x50 Watt oder auch 80 Watt, ich weiß nicht genau. Und die Schaltung dazu gab es damals in der Elektor. Ich weiß allerdings nicht mehr, welches Projekt das war von der Elektor, aber ich habe den nachgebaut, vorne noch die Aussteuerungsanzeige eingebaut. Und dann in Betrieb genommen. Also er funktioniert nach wie vor. Ich drehe jetzt nochmal das Gerät um und zeige das mit der Ausstellungsanzeige vorne, wie das aussieht. Ich schalte jetzt mal das Gerät ein und man beobachte mal hier auf der linken Seite, da ist nämlich eine Anzeige. Die zählt zurück bis 0. Und dann hat man es vielleicht klicken hören. Das ist ein Relais. Ich mache es nochmal. Ja, und dieses Relais schaltet dann die Lautsprecher. Dieser Verstärker hat also eine Einschaltverzögerung. Diese Aussteuerungsanzeige, die habe ich selber gebaut damals. Und wenn ich jetzt hier mal, ich habe einfach nur den Eingang hier und gehe mit den Fingern dran, sieht man also, die funktioniert nach wie vor. Ich habe hier gesehen, hier ist ein, da und da ist glaube ich defekt irgendwie. Und ich habe das hier aus lauter dreieckigen LEDs gemacht. Ich gehe da mal im Detail einfach mal mit der Kamera näher ran. So sieht es jetzt also hier im Detail aus, hier diese dreieckigen LEDs und dann diese Pfeilform. Und man kann sich da vorstellen, da habe ich auch unheimlich viel Zeit investiert. Die sind alle auf einer Lochrasterplatine aufgelötet, also nicht irgendwie eine fertige Leiterplatte da genommen oder geätzt, sondern ich habe das alles auf einer Lochrasterplatine aufgebaut. So, jetzt werde ich mal das Gerät einfach mal aufmachen und dann von innen zeigen, was da so drin ist. So sieht jetzt der Verstärker von innen aus. Man sieht hier auf der linken und auf der rechten Seite jeweils einen großen Ringkerntrafo. Dazu ist hier unten versteckt noch jeweils ein großer 25 Ampere Brückengleichrichter und dann hier die Siebakkus. Das ist also die Spannungsversorgung für den linken und rechten Kanal. In der Mitte ist auch nochmal ein Trafo, der ist nämlich für die Aussteuerungsanzeige da und natürlich auch hier für das Relais. Ich werde jetzt mal einfach mal im Detail nochmal kurz da reingehen. Hier auf der rechten Seite ist jetzt die Netzanschlussbuchse zu sehen mit den drei Sicherungen. Denn es sind ja drei Trafos hier in dem Gerät verbaut, also die beiden Ringkernen und dieser normale Print-Trafo. Dann ist eben hier einer der Ringkern-Trafos und hier unten dort ist dieser 25 Ampere Brückengleichrichter pro Kanal und die beiden großen Siebelkos. Dann sind hier die beiden Verstärkerplatinen. Da sind jetzt irgendwelche Japan-Halbleiter drauf. 2SJ50 und 2SK134, NP, NPNP oder so, ich weiß es nicht genau. Und dann sieht man hier auch die Leiterplatte nochmal. Da sieht man auch nochmal die Nummer. EPS 840441. Wie gesagt, das ist von Elektor. Ich weiß jetzt nicht, wie der Projektname damals hieß. Und ja, so sieht es aus. Und dann kommt hier eben dieser Trafo für die Aussteuerungsanzeige mit zwei Linearreglern offenbar. Da sind auch noch ein Brückengleichrichter in der Mitte. Und dann haben wir hier drüben, hier oben links, das Relais zum Einschalten der Lautsprecher. Und wenn ich jetzt hier mal zur Seite gehe, darunter ist dann auch die Schaltung dazu. Also sieht man leider sehr schlecht oder eigentlich gar nicht. Aber hier drunter, da ist die
diese Schaltung. Ich weiß gar nicht mal, mit was ich das aufgebaut habe. Ich nehme mal an, das war irgendwie so ein Zähler, so ein CMOS-Zähler, der hat dann runtergezählt oder so mit dem Decoder. Hier ist nochmal der Ausgang bzw. der Eingang, die beiden jeweils. Und jetzt sieht man auch hier auf der rechten Seite ist diese dicke Litze angelötet. Das heißt, die rechte Seite hier außen oder linke Seite hier jetzt von dieser Seite aus gesehen, da kommen die Lautsprecher ran. Jetzt gehe ich nochmal nach vorne. Hier im vorderen Bereich sieht man nun die Leuchtdioden alle, hier die dreieckigen Leuchtdioden. Hier ist diese große Anzeige. Ich habe hier links daneben noch eine kleine Anzeige. Ich muss dazu allerdings sagen, ich habe keine Ahnung, warum die da noch ist oder wozu die da ist. Kann ich leider nichts dazu sagen. Aber gut, man sieht also, ich habe das hier auf großen Lochrasterplatinen aufgelötet und war also eine Menge Arbeit. Die Ansteuerung dazu ist auf der Rückseite da zu sehen und dazu muss ich hier mal diesen Kunststoff da rausziehen. Hier ist es jetzt von der Rückseite gesehen und man sieht dort, ich habe da offenbar irgendwelche fertigen Module gekauft, hier fertige Leiterplatten, denn die gehen direkt dran hier vorne an die Aussteuerungsanzeige oder an die LEDs. Allerdings kann ich auch nichts dazu sagen, was da sich hinter verbirgt. Ich komme da auch jetzt nicht ran. Ich will es auch nicht abmachen oder so. Da sind auch noch weitere Transistoren drin, hier, wie man sieht, zur Ansteuerung. Denn bei, weiß nicht, wie viele LEDs da vorne drin verbaut sind, 8 oder so, pro File braucht man natürlich auch einen entsprechenden Treibertransistor. Das hat offenbar hier dieses IC oder die ICs, die hier drauf sind, haben das offenbar nicht geschafft, das anzusteuern. Also so sieht es hier dann im Detail aus. Ich habe hier auch die Kabel eben mit Kabelbindern hier verbunden. Sicherlich nicht sehr schön, aber zumindest ja, war es soweit erstmal okay. Und ja, das war so ein Selbstbauprojekt und hat sich auch über mehrere Monate letztendlich auch hingezogen. Ich werde jetzt das Gerät noch mal kurz umdrehen hier. Und das ist also sehr schwer, es liegt also mehrere Kilo, ich schätze mal so 6, 7, 8 Kilo und man sieht, ich habe alle Teile hier auf dieses Alublech geschraubt, sodass es auch alles stabil ist und das da nicht irgendwie hin und her flattert. Also das ist sozusagen hier von der Konstruktion so stabil gemacht. Ja, das war es auch schon mal wieder. Hier etwas Nostalgie-Elektronik und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß und tschüss.